wieder herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge. Ja, nachdem wir also Sean hier seine Geschichte über den jungen Xardas gehört und gesehen haben, noch mit nicht grauem Haar, und erfahren haben, dass er hier wohl der Professor ist, was die Sternwarten-Teleskop-Geschichte da heißt, werde ich mich doch irgendwie aufs Bett hauen. Aber erstmal gucken, ob der Dandolo hier ist, schon mittlerweile angekommen ist. Nein, noch nicht. Werde ich mir erstmal ein Bettchen suchen und darin mal schlafen. Vielleicht sollte ich das doch mal in der Ebene machen, wo Xean ist. Ja, ja, warum laufe ich da auch wieder raus, ne? Nein, hier hoch. Ja, also ich fand das ja mal eine gute Animation auch. Ja, da ist ja sein Kämmerlein da hinten. Und dann werden wir mal bis zum nächsten Tag warten. Oder schlafen, besser gesagt. Bis zum nächsten Morgen. Und ihn mal fragen, ob er schon irgendwie was herausgefunden hat. Was die teleskopischen Studien angehen. Wohl eher nicht. Oder er ist oben. Hier ist er nicht. Ja, dann werde ich wohl hochgehen müssen. Aber bis dahin werde ich dann mal überspringen. So, jetzt noch hier die Treppe hoch. Einmal links rum und schau mal, ob Xa steht Sean schon. Und was sagst du uns? Hey. Und? Hast du etwas feststellen können? Nein, noch nicht. So etwas ist sehr kompliziert. Komm später wieder. Ich denke aber, dass ich schon bald fertig sein werde. Naja gut, dann werden wir mal ein paar Tägelchen verstreichen lassen. So, bis zum nächsten Sonnenaufgang. Und gleich nochmal. Dann haben wir insgesamt 3 Tage durch. Und jetzt mal gucken, wie der Xardas. Ach, Xardas. Der Sean jetzt drauf ist. So, Sean, dann erzähl mal was. Hey! Bitte. Und? Hast du etwas feststellen können? Ja. Und was ich gesehen habe, war nicht gerade erfreulich. Uiuiui. Das Gefüge des Himmels hat schon mehrere Löcher. Das heißt? Dass Dämonen in unsere Welt eindringen können. Wie? Hast du etwa schon welche gesehen? Nein, noch nicht. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Leider aber habe ich jetzt keine Zeit, weiter den Himmel zu beobachten. Ich muss zunächst einige Schriften studieren, um sicherzustellen, dass ich mit meiner Vermutung recht habe. Aber du könntest ja für mich den Himmel beobachten. Alles klar. Sagtest du erst gestern nicht, dass ich kein geübter Astronom bin? Das ist richtig. Doch gestern ging es darum zu untersuchen, ob das Gefüge der Welt tatsächlich über Risse verfügt oder nicht. So etwas kann nur jemand feststellen, der sich mehrere Jahre mit der Astronomie beschäftigt hat. Einen Dämon aber wirst du sofort erkennen, da bin ich mir sicher. Aber ich kann das Teleskop doch überhaupt nicht bedienen. Das musst du auch nicht. Ich habe es genau auf das größte Portal ausgerichtet. Aha. Du musst nur darauf Acht geben, ob irgendwelche Wesen durch dieses in unsere Welt dringen. Mehr nicht. Okay, dann gucken wir doch mal gleich durch. Er hat es ja schon ausgerichtet, hat er gesagt. Gucken wir mal durch. Hallo. Hä? Hm. Es ist doch ausgerichtet, sagt er. Hey du! Nö. Anderes gibt's hier nicht. Hm, muss ich durchprobieren wieder, glaube ich. Na, ich glaube, ich lasse ihn nochmal einen Tag Zeit. Ich gehe mal wieder runter ins Bettchen schlafen. Oh, ist das eine aufwendige Sache mit dem. Mit der Sternwarte, sage ich euch. Mal gucken wir mal gleich weiter. Dann gucken wir mal erstmal durch. Da ist was. Aha, ein Dämon. Ja, man kann das erkennen, dass es ein Dämon ist. Ja, okay. Und Feuer brennt.
Ja, wie lange geht das jetzt noch? Oh Gott! So der ganze Feuerball. Okay, Quest Sternwarte ist erledigt. Wieso ist er noch im Laufmodus drin? Jetzt gehen wir runter. Ja, dann gucken wir erst nochmal ins Logbuch, ob wir da was gefunden haben. Ich habe erneut durch das Teleskop gesehen, aber außer einem wunderschönen Sternenhimmel habe ich nichts gesehen. Was ist los? Wieso denn nochmal? Okay, ich habe wieder durch das Teleskop gesehen. Diesmal erblickte ich einen fürchterlichen Dämon am Sternenhimmel. Das andere ist irgendwie doppelt gemoppelt. Weiß der Geier warum? Okay, dann sprechen wir uns hier mal an. Ich habe einen Dämon gesehen. Das hatte ich befürchtet. Dämonische Wesen sind also tatsächlich in unsere Welt eingedrungen. Inno stehe uns bei. Wer weiß, wie viele von diesen Wesen bereits das Portal durchschritten haben. Wir sind in großer Gefahr. Wohin werden sich die Dämonen wohl wenden? Ich weiß es nicht. Ich vermute allerdings, dass es hier in unserer Welt einen Anziehungspunkt geben muss, wo sich die Wesen versammeln werden. Aber wo? Tja. Was können wir gegen sie unternehmen? Nicht viel. Zunächst müssen wir wissen, was die Ursache ihrer Ankunft ist. Vorher haben wir keine Chance, gegen die Dämonen vorzugehen. Aber Moment, warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Natürlich! Jetzt weiß ich, was los ist. Was ist denn los, Sean? Geh mal raus mit der Sprache! Ist dir die Gruft der verfluchten Paladine bekannt? Ja. Nein, was ist das für ein Ort? Im ersten Orkkrieg haben sich einige Paladine vom Golde Belias verführen lassen und sowohl Innos wie auch den König verraten. Man bezwang aber die verräterischen Paladine und ließ sie hinrichten. Da diese Paladine einst angesehene Männer waren, befahl Roba der Erste, eine Gruft in den Bergen anzulegen. Das geschah. Man errichtete sie hier in der Nähe der alten Sternwarte. Innos aber war zornig, dass Roba diesen Männern noch diese Ehre erwies. Daher verfluchte er den Ort und die bestatteten Paladine mussten fortan als Untote in diesen Gemäuern leben. Warum erzählst du mir das? Was ist mit dieser Gruft? Ich fand ein altes Buch, das über diese Gruft berichtet. So erfuhr ich, was diese birgt. Und was birgt die Gruft? Sprich doch deutlicher. Geduld, mein Freund. Was ich dir jetzt erzähle, ist äußerst wichtig. Also höre mir genau zu. Die alten Geschichten berichten, dass der Anführer der verfluchten Paladine ein mächtiges Artefakt in seiner Grabkammer verborgen hatte, das einst einem großen Magier Belias gehörte. Dieses Artefakt soll der Seelenstein des Schwarzmagiers gewesen sein. Wer war dieser Magier? Und über was für eine Macht verfügt das Artefakt? Den Namen dieses Magiers habe ich vergessen, doch berichten alte Chroniken, dass dieses Artefakt unter gewissen Umständen jemanden unsterblich machen kann. Ewiges Leben? Durch einen Seelenstein? Kann das wirklich sein? Unter Umständen schon. Es kommt darauf an, wie viel magische Kraft in dem Stein gebündelt ist. Hat der Stein diese Kraft? Ich glaube nicht. Die magische Kraft des Seelensteins müsste wahrscheinlich durch ein Ritual erneuert werden. Auf jeden Fall aber müssen wir den Seelenstein in unseren Besitz bringen, zumal schon Belias Schergen auf der Suche nach ihm sind. Woher weißt du das? Durch die Deutung der kosmischen Bewegungen im Sternenbild des Taurus. Es würde aber zu weit führen, dir Näheres zu sagen. Du würdest doch nicht verstehen, was ich meine. Na schön, was soll ich tun? Gehe zu der Gruft und hole den Seelenstein, bevor es ein anderer tut. Danach sehen wir weiter. Na gut, ich mach mich gleich auf den Weg. Kannst du mir sagen, wo ich die Gruft suchen soll? Sie liegt in einem kleinen Seitental, irgendwo hinter der Sternwarte. Ein riesiges Tor versperrt den Weg zu ihr. Aha. Noch was? Nee. Also das wären jetzt viele Quests, die sich hier ansammeln. Die Gruft der Paladine, die neueste. Okay, Stein suchen und ihn Seern bringen. Okay, hat uns ja beschrieben, wo das sein könnte. Dann werde ich nur mal schauen und vorher abspeichern. Ah, hier ist ja Dandolo. Bist du doch endlich angekommen, das finde ich gut. Komm mit. Auf geht's. Jawohl. Habe ich eigentlich jetzt den Schlüssel gekriegt? Ja, Schlüssel zur Gruft der Paladine habe ich. So, Sandolo, dann komm mal mit. Dann gucken wir mal, wo die Gruft ist, ne? Gehen wir mal hier rüber. Irgendwo in der Nähe der Sternenwarte heißt es. Durch ein Tor verschlossen. Dann gucken wir mal. Ich melde mich wieder.
Irgendwas sagt mir, ich bin hier falsch. Oder zu weit weg. Komm, Dandolo, weißt du was? Wir gehen nochmal rüber über die Brücke. Denn ich habe eine Vermutung, wenn das in der Nähe der Sternwarte sein soll, dann komm rüber. Oh, gut, danke. Dann bin ich doch eigentlich hier zu weit weg. Oder? Weil ich war mal hier in der Nähe und stand vor einem riesigen Tor. Das war in so einer Felsspalte drin. Das war so eine Schlucht, war das. Ja, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar, wir müssen rechts runter. Richtig, rechts runter. Okay, Dandolo. Hier irgendwie müssen wir runter. Komm. Und wenn irgendwas Neues ist, irgendwo war das hier in der Nähe. Irgendwo. Ich werde mich mal eben umziehen. Das ist nämlich ganz wichtig. Zwar mal wieder hier diese leichte Drachenjägerrüstung. Und schauen wir mal. Also hier ist ja eine Höhle. Irgendwo. Kommst du mit? Yep. Irgendwo bin ich mal hier entlang gegangen. Ein paar Folgen vorher. Irgendwo muss doch das sein. Ich glaube rechte Hand. Oder ist Dead End, ich weiß es nicht. Ja, er folgt uns noch. Ja, das könnte gut aussehen. Ja, das könnte die Schlucht sein. Ja, das müsste sie sein. Hier am Ende, da hinten, da wo diese Felswand ist. Ist noch da? Ja, Dandolo ist noch da. Irgendwo, da unten irgendwo. Da vermute ich sie mal. Ja, oh, weia. Ja, dann wollen wir mal hier diese lustigen Wölfchen hier. Oder was? Feuerwölf. Was? Mach doch was. Er macht nichts. Ich hätte ihn auf defensiv, auf offensiv schalten müssen. Okay. Das ist ein schwarzer Wolf. Okay. Das ist ja irre. Jetzt wird's interessant hier. Wieder so ein Mistvieh. Haha, super. Zusammen ist es einfacher. So, schwarzer Wolf. Gucken wir, wo hier noch ein paar liegen. Ich bringe das ja ein paar Felle ein. Vielleicht kann ich die später an meinem Vater verkaufen. Wenn er wieder in der Stadt ist und die Orks erledigt sind. Au, wei, oh, wei, oh, wei. Mhm. Aber hier ist eine Winde, kein Schloss. Ah, es geht auf. Oh, weia. Ui. Skelette. Jede Menge Skelette. Dandolo, renn doch da nicht hin. Oh, Mann. Jetzt müssen wir ihm helfen. Oh, weia, es sind aber ganz schön viele hier. Und die sind auch noch mit Armbrusten. Und wo ist Dandolo hin? Da oben ist er. Und ich werde getroffen. Oha. Spannend. Auch das noch. Irgendwelche Peoples kommen auch noch auf mich zu. Leicht. Ach, das sind die Paladine. Aha. Okay, ich habe dann Dolo auf defensiv gesetzt. Soll ich nochmal was essen, trinken? So, das wird wohl reichen. Speichern. Und jetzt schauen wir mal, was hier diese Skelettchens machen. Also auf jeden Fall werde ich mich erstmal in dieser rechten Hälfte bewegen. Okay, er steht schon mal defensiv rum. Kommt denn einer auf mich zu? Nein, kommt keiner auf mich zu. Ah, getroffen. Skelettschütze. Skelett. Los, Skelett, geh kaputt. Okay. Ja, ich glaube, so kann man das besser hinkriegen.
Warum habe ich das Gefühl, dass da hinten ein Golem steht? Nicht zu holen. Zu holen. Mal schauen, was dieser... Ah, das ist auch noch ein gebogener. Ein Bogenschütze. Shit. Na, du stehst mal wieder da völlig lustig rum. Okay, alles gut. Ah, siehst du, der macht aus der Entfernung der Dandolo. Ja, und ich muss wieder was trinken. Dann trinken wir mal eben was. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, bin ich mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Was ist denn das für ein Golem hier? Wächter der Gruft. Okay. Da ist nichts zu holen. Gucken wir mal. Okay, da ist einer, der hat nur eine Nahkampfwaffe. Okay. Und jetzt kommt der Wächter der Gruft. Dummerweise kommt Dandolo wieder zu mir. Okay, hauen wir einmal ab. Der Wächter des Gruft. Der Wächter des der Gruft. Oh Mann, ist das aufregend hier. Okay. Dann machen wir da mal platt. Dandolo, du könntest auch mal ein bisschen. Muss am besten zu Dandolo hin. Ja, genau. Immer so ein bisschen abwechselnd machen. Ah, dauert noch ein bisschen. Okay. Rauf, 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 rauf. Ja, er versucht zu hauen. Der Wächter der Gruft. Beschäftigt er sich mit Dandolo. Und wir haben nicht mehr viel vom gruftigen Wächter zu erwarten, hoffe ich doch. Jawohl. Weil er gleich zerbröselt wie ein Keks, hoffe ich doch. Jawohl. Wer wird den finalen Schlag machen? Haha. Herrlich, Wächter der Gruft. Was hat er denn? Eine alte Münze? Herz eines Silbergolems. Ach, das war ein Silbergolem. Golem, ja klar. Das habe ich gesagt vorher. Golem, ne? Türschlüssel Paladin-Gruft. Dieser Schlüssel öffnet die Tür eines Raumes in der Gruft der Paladine auf Korinus. Na, das ist doch mal wieder eine schöne Sache. Speichern. Okay, dann haben wir also die rechte Hälfte hier schon mal eliminiert. Was haben wir hier? Nichts zu holen. Nichts zu holen. Egal, was hier auch ist. Ach ja, da ist noch was. Noch ein Skelett. Gibt es da was außer einen rostigen Knochen? Ja, hier dürfte noch einer sein. Ah, auch noch ein Schütze. Okay. Ah, wunderbar. So einfach ist das. Oh. Oh. Ja, schon wieder was. Bestimmt hinter der Tür irgendwelche Zombies oder so. Oh. Okay. Ah. Oh, ich sollte mal ein bisschen was füttern hier. Okay. Was ist mit einem Zweihänder, Fünfhänder, Achthänder? Nein, wir sind ja keine Spinne. So, bevor wir hier was machen, auf jeden Fall was trinken und wieder uns mit Energie versorgen. Nun speichern. Dann schauen wir doch mal, ob wir diese Flanke auch noch eliminieren können. Oh, da kommt einer raus. Oh, und auch wieder ein Schütze ist dabei. Oh, muss aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Und wo läuft denn das Skelett dahin? Ach, so ist das. Okay. Hast du ja zwei Hände.
Skelett. War mal mit alt hier. Dandolo, Dandolo, Dandolo. Ach, ich werde getroffen, so ein Mist. Müssen wir mal wieder hier. Er bleibt stehen. Der Dandolo steht seinen Mann. Jetzt aber auch. Dandolo, ich brauch dich. Er schießt die ganze Zeit. Das kann ja wohl nicht angehen, dass ich hier alles alleine machen muss. Nee, er ist hier in einer Geschichte drin, die leider, leider hakelt. Wenn ich mal eine unterhaue. Gucken, kann ich ihn dann? Nee. Ja, da hilft nur ein Trick. Und zwar das mit dem Neuladen. So, er hinten schießt noch munter weiter. Wenn wir hier Schutz suchen. Ah, sehr schön. Stufe gestiegen. Das heißt also, das Skelett ist in the Kloppens. Alter Bogen. Ist da was zu holen? Ja, ist was zu holen. So, Dille, weiter abgrasen. Oh, jetzt kommen irgendwelche Peoples hier. Zombies, ja, okay. Aber wie ist das mit der Gefährlichkeit der Zombies hier? Okay. Okay, auch durch. Da kommt noch einer an. Zombies. Oh, der hat aber eine sehr große. Zwei. Ah, okay. Ach, den könnte ich nicht kriegen. Nicht zu plündern. Bei den Zombies ist nichts zu plündern, wie immer. Und speichern. Jetzt gehen wir mal in diesen Raum hier rein. Aha. Okay. Wer war's? Ich war's nicht. Auf jeden Fall gibt es wieder jede Menge Pfeilgetue. Oh, da ist noch ein Zombie. Jo, der will gerade versuchen aufzustehen. Naja, ich übe hier nichts aus. Ach, nicht an Dolo treffen. Okay. Auch das wäre erledigt. Jetzt geht's da auch noch runter. Mann, oh Mann, jetzt geht's da auch noch runter. Gibt's hier noch was Verstecktes? Nein, eben nicht. Soll ich jetzt hier runter oder soll ich in den Nebenraum gehen? Die große Frage. Ich gehe in den Nebenraum. Ah, hier haben wir noch einen rostigen Zweihänder. Und zwar da hinten hin. Da gehe ich jetzt mal lang. Er kommt mit. Sehr schön. Und hier wird schon was gezogen. Ah, du, nicht die Tür zumachen. Oh, ob das noch ein Skelett. Dandolo habe ich noch mal eben auf Offensiv gesetzt, damit er mal hier richtig schön... Schon wieder so ein Mistvieh. Hallo? Oh, war ja. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich jetzt den Dandolo da nur reingelassen? Aus Versehen die Tür wieder zugemacht. Ich glaub's ja nicht. Ja, wir wissen nicht, was sich hinter dieser Tür verbirgt, aber wir können nur hoffen, dass der Dandolo mal, Oh, war ja. Oh, alles erledigt oder was? Nee, da sind doch noch welche. Ist das geil. Perfekt. Mal eben so den Dandolo reingelassen. Und jetzt habe ich wieder die Tür aus Versehen zugemacht. So ein Mist. Ach, das ist ganz schön. Okay, Skelett, alles klar. Wo ist Dandolo jetzt hin?
Hallo. Da läufst du rum. Ah, was sind das Sachen? Das ist echt irre. Herrlich. Los dann, Dolo, wieder zurück zur Tür. Schon wieder so ein Mistvieh. Wo, wie, was meinst du ihn hier? Ah ja, richtig. Genau. Ist ein Zombie da. Der läuft wieder die ganze Zeit woanders hin hier. Du läufst nicht so, wie ich will. Läufst du denn hin? Oh, nee, na, jetzt geht er da runter. Gut, okay, gehen wir mit. ja, okay. Ich habe dann Dolo schon wieder so ein Misty. Ja, auf. Oh, nee. Oh. Wo läuft denn er jetzt wieder hin? Dann Dolo bleibt doch hier. Nee. Okay, jetzt ist er bei mir wieder. Gut, den haben wir mal eben gefangen. Jetzt gehen wir da mal rein. Hoffentlich folgt er mir. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Genau, geh mal. Geht da nicht rein. Die kommen noch nicht durch. Gucken, können wir das irgendwie ausnutzen? Hey, pass auf. Ja, ist gut. Schon wieder so ein Mistvieh. Na also, läuft doch. Die Tür ist halb offen. Sowas habe ich in Gothic auch noch nie gesehen. Und dein Dolo macht noch weiter. Toll. Und ein Zombie ist durchgekommen. Schon wieder so ein Mistvieh. Mal gucken, wie weit. Ja, oder so. Mensch, Dandolo, mach mal, hau mal zu. Genau, richtig. Oh, coole Sache das. Speichern. Oh, zu spät. Eingeschaltet. Darf mich jetzt nicht hier... Oh, Glück gehabt. Oh, das ist ja vielleicht eine ganz brutale Geschichte hier, sag ich euch. Zack. Rodele. Und... Weiter geht's. Osterndole, wir gehen jetzt mal hier in diesen Raum rein. Aus dieser Zweihänder. So, jetzt haben wir mal aufgemacht. Wieso macht er die denn wieder zu? Komm dann, Dolo, mit. Ich glaube, hier ist nicht mehr so viel drin. Okay. Alter Bogen. Skelettschütze mit ganz viel Pfeilzeug. Schon wieder so ein Mistvieh. Wo, wo, wo? Lauf doch nicht weg. Ach so. Okay. Also hier geht's echt durcheinander durch. Oh, jetzt macht der Trippelschritte der Dandolo. Wo will er denn hin? Aha, er hat was durch die Wand gesehen. Komm her, zu mir. Oh, das tut mir jetzt echt leid, dass Dandolo jetzt so verrückt spielt. Naja, das ist ja der Offensivmodus. Ich überspringe mal was. Ah, da ist das Skelett rausgekommen. Und ich habe nichts mehr zu saufen. Oh, mein Glück. Ja, man sollte immer hinter sich gucken. Okay, Mann, oh Mann, was ein Kram. Weiter gucken. Rostiger Zweihänder, ein Skelett, ach, nur ein Bones. Jetzt wollen wir aber endlich mal hier rein. Ne? Du und dann Dolo. Hier ist noch was. Okay, hier haben wir also alles ausgemerzt. Skelettschütze haben wir den schon. Den haben wir schon. Schauen wir mal, was es hier gibt. Zombie ist nicht zu holen. Ein Sarg. Okay, mit 25 Gold. Sehr gut. Noch ein Sarg. Gucken, was wir finden. Ein silbernen Ring mit 17 Gold. Noch? Das ist die falsche Seite. Okay.
Okay, dann machen wir das mal so. 75 Gold, das ist eine richtig schöne reiche Angelegenheit. Wenn wir hier mal so richtig schön sagen. Okay, 23 Gold und ein goldener Ring. Perfekt. Und dann Dolo macht da hinten wieder seine Drehungen. Aber hoffentlich haut er nicht ab. 123 Gold. Jawoll. So, dann Dolo, siehst du mich hier? Komm her. Oh, und jetzt ist er hier drin. Du bist Soldat. Ja, ja. Kleide dich entsprechend. Will aber noch die anderen Särge. Oh Gott. Ist wieder die falsche Seite. 45 Gold. Super. Einfach nur mal hier den Stein beiseite schieben und fertig ist die Kiste. Wird das auch die richtige Seite sein? Ist das ein goldener Teller und 62 Gold? Perfekt. So, renne ich mal wieder zu Dandolo hin. Und dann gehen wir in der nächsten Folge runter. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich verabschiede mich mit Dandolo, der jetzt noch hier rumläuft. Aber das kriegen wir wieder hin. Ciao.